Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich euch drei Telefonate mitgebracht. Im ersten Gespräch geht's darum, dass wir hier wieder Pillen bestellen, bei einer unseriösen Pillenhotline. Im zweiten Gespräch geht's um den Trading-Quatsch, wobei ich den Mitarbeiter permanent auslache. Und im dritten Gespräch geht's diesmal mal wieder um die Pillen. Und einen Mitarbeiter, der keine Ahnung hat, wie Nachname funktioniert, also das Bezahlen beim Postboten an der Tür. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, wo ihr besser nicht euer Geld reinsteckt. Ja. Hallo, guten Tag. Ja. Mein Name ist Dirks und ich kontaktiere Sie von Shop Online bezüglich der Anfrage, die Sie für das Produkt Zystonete gestellt haben bei uns. Spreche ich mit Herrn Pula? Ja. Okay, Herr Pula, ich will Sie gerne beraten. Damit ich Sie besser beraten kann, würde ich gerne ein paar Fragen stellen. Darf ich ein paar Fragen stellen? Na dann los. Okay, wie alt sind Sie? 29. 29 Jahre alt. Okay. Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Nee. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente regelmäßig ein? Nicht unbedingt, nee. Manchmal ein bisschen Koks. Tja, hier mal natürlich gleich der Disclaimer, dass die Koks-Geschichte und Drogengeschichte hier im folgenden Gespräch natürlich Bullshit ist. Hab ich mir ausgedacht, um den Mitarbeiter eigentlich ein kleines bisschen zu verwirren. Hier geht's ja jetzt erstmal um Fragen. Er möchte mir ja Tabletten verkaufen. Und um das abzuklären, stellt er mir halt eben Fragen. Warum auch immer. Diese Fragen oder wozu die dienen sollen, keine Ahnung. Ja, und nun denke ich mir hier die abgefahrensten Geschichten aus, um eigentlich das Gespräch abwürgen zu können. Doch das interessiert die Mitarbeiter dieser tollen Pillen-Hotline überhaupt nicht. Die machen einfach weiter. Ja, also wozu dienen denn jetzt die Fragen? Keine Ahnung. Soll wahrscheinlich nur seriös wirken, aber wenn man sich mal darüber Gedanken macht, was das eigentlich dann für Fragen sind, haben die ja nun auch nicht wirklich was damit zu tun. Und selbst wenn, warum macht er denn jetzt hier an dieser Stelle noch weiter und findet das Gespräch nicht eigentlich selbst jetzt hier schon unseriös und komisch? Scheint wohl wieder nur um Geld zu gehen. Okay. Gut, dann würde ich gerne Sie beraten bezüglich Zystonette, die Sie gewählt haben. Das Produkt wird gleich in 5 Richtungen wirken. Sie werden mit das Produkt schnell von Entzündungen, Schmerzen und Erschwerten wachgelassen rauskommen. Effektiv unter Druck und vernichtet den Krankheitserreger. Das Produkt reduziert erheblich das Risiko eines Rückfalles. Trägt zur Aufrechthaltung eine normale Funktion der Niere und Harnwegs bei und stärkt die allgemeine und lokale Immunität. Okay? Mhm. Genau. Aber damit Sie wirklich profitieren können, Sie haben bestimmt Probleme mit Wasserlache oder wie ist das? Nee, der Wasserhahn läuft. Aber was für Beschwerde haben Sie? Was wollen Sie damit erreichen? Ich dachte, ich probiere die mal. Ja, aber Sie probieren es, aber was wollen Sie damit erreichen? Damit ich Sie besser beraten kann, frage ich Ihnen. Was soll ich denn damit schon erreichen, das, was auf der Verpackung steht? Ja, genau. Das, was ich Ihnen erzählt habe. Ja. Okay. Gut, aber damit Sie, das ist, was ich Ihnen am Anfang sagen will, ist, dass es ist so ein Produkt, 100% naturell, hat keine Allergien, hat keine Nebenwirkungen, davon müssen Sie den Kopf frei haben. Okay? Und damit Sie erreichen, was Sie im Ziel haben, würde ich sagen, dass Sie am besten eine Langzeittherapie, also Langzeitbehandlung anfangen. Das bedeutet, Sie brauchen eine Behandlung, die bis zu 2 Monate lang ungefähr ist. Ja. Ja? Ja. Und
Genau, damit Sie es, wie gesagt, erreichen, brauchen Sie es und so 60 Tagen. Und dann sollen Sie das aber nicht unterbrechen. Das ist auch sehr wichtig, ja. Ja. Und Sie kriegen 6 Packungen für 60 Tage, 2 Monate. Davon müssen Sie 4 bezahlen. 2 kriegen Sie von uns Angebot, also als Rabatt. Hier nochmal die Erklärung, wie man überhaupt zu so einem Telefonat kommen kann. Ich habe nach alternativen Heilmethoden gesucht und eine Webseite gefunden. Hier war mir schon alles von vornherein wieder suspekt. Die Webseite ist so aufgebaut, dass man hier jede Menge Werbung von diesem Produkt angezeigt bekommt. Man trägt sich dann dort ein mit Vornamen, Nachnamen und der Telefonnummer, drückt dann auf Bestellen und, naja, anstatt dann auf ein Shopsystem zu gelangen, hat man dann nach kurzer Zeit so einen komischen Mitarbeiter in der Leitung, der hier absolut ohne Motivation seinen Text herunterrattert. Also das Ganze hier soll ja wohl irgendwie eine Fachberatung darstellen. Nur wirkt das Ganze irgendwie nicht. Erstmal ist der hier total gelangweilt und das, was der da verkauft und auch schon mit den Sprüchen wie alles ohne Nebenwirkungen. Also grundsätzlich, wenn ich mir irgendeine Kapsel reinschmeiße, dann ist die Gefahr, dass da irgendwas mit Nebenwirkungen drin sein könnte, ziemlich hoch. Denn die Inhaltsstoffe stehen natürlich so nicht unbedingt auf der Verpackung. Zumindest nicht die tatsächlichen Inhaltsstoffe. Meistens, wenn man Glück hat, ist es vielleicht nur Mehl und es bringt überhaupt nichts. Aber im schlimmsten Fall ist das Ergebnis erst recht Nebenwirkung. Tja, und sowas verkaufen die euch hier am Telefon. Augenwäscherei mit diesem tollen Angebot, dass man hier angeblich 2 Packungen gratis dazu bekommt. Ja gut, gepresstes Mehl, was kostet denn das im Einkauf? Und wenn man sich mal so eine Packung Mehl hochrechnet, wie viel Tabletten man da draus pressen kann, ist schon Wahnsinn. Sowas verkaufen die einem hier, dass das natürlich 100% Reingewinn ist, sollte eigentlich schon klar sein. Ist schon absolut Wahnsinn, mit was für Methoden man versucht, uns irgendwie das Geld aus der Tasche zu locken. Und wir liegen dann mit dieser Behandlung, also mit dieser Behandlung bei 196 Euro. Aber wie gesagt, damit Sie echt zufrieden und diese Ergebnisse haben und die Ergebnisse werden Ihnen weiter begleiten, damit Sie so also diesen Speichereffekt haben, ja. Ja. Wie klingt es das für Sie? Dann nehme ich zweimal. Wie meinen Sie? Zweimal volle Programm? Ja. Also das bedeutet zweimal 6 Packungen. Ja. Okay. Aber dann liegen wir bei, ich muss mal rechnen, minus 4 Euro. Dann liegen wir bei 300. 96, also bei 394 Euro. Ja, schon Schnäppchen. Das wollen Sie haben, ja? Ja. Gut, dann sagen Sie mir bitte Ihre Adresse. Braunschweiger Straße 77, 12055 Berlin-Neukölln. Nochmal Postleitzahl bitte. 12055. 15, warten Sie, ich melde Sie jetzt als Kunde in Mhm. unserem System. Ganz kurz läuft es. Also, das war 12055 Berlin. Die Straße bitte. Braunschweiger Straße Buchstabieren Sie bitte mal. Na, B. Braunschweiger Straße Braunschweiger Straße 77. Gut, das habe ich jetzt hier bei mir. Dann melde ich das hier. Perfekt. Dann paste. Gut. Ja, dann haben wir es. Das kostet. Machen wir kurz eine Zusammenfassung hier. Ja. Wollen Sie den Kundendienstnummer haben für jede Frage, damit Sie mit uns in Kontakt bleiben? Ist das nicht die im Display? Nee, das ist unsere Telefonnummer, die wir arbeiten. Am besten schreiben Sie, wenn wir einen Zettel haben. Ach so, ja. 03 Ja. 13 Ja.
2-4. Ja. 9-0. Ja. 2-0. Wiederholen Sie nochmal zur Sicherheit. Nee, passt schon. War ja langsam genug. Ja, aber sagen Sie es nochmal, damit ich das hundertprozentig weiß, dass Sie das bekommen haben. Ja, die passt schon, die Nummer. Okay. Gut. Gut, dann habe ich mit Herrn Pula Thomas gesprochen. Ja. Richtig? Mhm. Sie haben bei uns das Produkt Cystonette bestellt. Insgesamt 12 Packungen. Haben Sie die bestellt? Haben Sie das aufgenommen oder nicht? Ja, ich habe die aufgenommen, aber ich mache jetzt eine Zusammenfassung. Ja, na, aber reicht es nicht, wenn ich das bestelle? Muss man doch nicht nochmal wiederholen. Doch, muss das man wiederholen als Zusammenfassung. Das ist unser Nachweis, dass wir das mit Ihnen gesprochen haben und dass wir das verkauft haben. Was denn für ein Nachweis? Für wen brauchen Sie denn einen Nachweis? Ja, dann ist ein, das ist eine sehr lange Diskussion dann. Bitte, wenn Sie das haben wollen. Ja, ja. Das ist ein sehr gutes Produkt. Na, wenn ja. Sie das haben wollen, so. Wirklich. Wie bitte? Doch einfach zu. Ja, aber Sie sollen das bestätigen, das, was Sie mit mir vereinbart haben. Also ich weiß es nicht genau, aber es klingt hier danach, als möchte er jetzt hier eine Bandaufzeichnung machen, um die Bestellung ja aufzunehmen. Also noch, also wie bei diesen Zeitschriftenverkäufern. Da hat man ja am Schluss auch immer so eine Bandaufzeichnung, wo man den ganzen Blödsinn nochmal zusammenfasst. Aber er hat mich jetzt hier nicht darüber unterrichtet, dass das jetzt hier eine Aufzeichnung wird. Er hat jetzt dazu nur Zusammenfassung gesagt. Ist so auf jeden Fall auch verboten. Ja, habe ich Ihnen doch bestätigt. Können Sie doch checken. Gut, die Bestellung geht unter der Adresse Braunschweiger Straße 77, Berlin. Die Bestellung wird innerhalb 5 bis 7 Tagen geliefert. Die gesamte Zahlung beträgt 100, also 394 Euro. Gut, dann haben Sie ein Visa oder Mastercard? Nee. Herr Puller? Was denn? Haben Sie ein Visa oder Mastercard? Habe ich doch gerade beantwortet. Ich habe es nicht gehört. Ach so, ich habe nee gesagt. Haben Sie nicht? Nee. Wie wollen Sie es bezahlen? Na, machen Sie da eine Rechnung rein, dann bezahle ich es auf Rechnung. Okay, aber Sie, per Rechnung geht es nicht, aber wenn der Kurier da ist, dann bezahlen Sie bar, wenn die Ware da ist und Sie bekommen die Ware und Sie bezahlen das Geld. Ja, ist ja fast das Gleiche. Dann machen per wir's. Nachname. Wollen Sie es per Nachname machen? Sie brauchen aber auch für alles dreimal die Aussage, oder? Ich höre Sie leider weit weg, deswegen. Ach so, nur brauchen Sie vielleicht mal ein anderes Telefon. Ist kaputt vielleicht. Ja, vielleicht. Aber, wie gesagt, wollen Sie es haben? Ja, ja. Und Sie kriegen es, bezahlen Sie per Nachname. Ja. Gut. Dann schicke ich das zu Ihnen. Vielen Dank. Ich bin mir sicher, dass ich davon profitieren werde. Ich wünsche Ihnen gute Behandlung. Ja. Okay, ciao. Also sowas Behandlung zu nennen, ist ja schon wirklich skrupellos und absolut fahrlässig. Wenn man jetzt hier denkt, man behandelt da irgendwelche Schmerzen beim Wasserlassen, ich glaube, da sollte man dann lieber zu einem Arzt gehen. Tja, wobei man ja heutzutage auch bei den Ärzten aufpassen muss, dass die einen nicht noch irgendeinen Scheiß noch aufschreiben, den man überhaupt nicht braucht. Ja, was soll man dazu großartig noch sagen? Da versucht man schon irgendwie alternative Behandlungsmethoden im Internet zu finden und dann kriegt man hier sowas geboten. Tja, ich find's immer wieder fragwürdig, was da eigentlich für Leute denn nachher anrufen, sobald man sich da irgendwo falsch eingetragen hat. Was die hier nachher mit unseren Daten machen, weiß ich nicht, ob die das nochmal weiterverkaufen. Bisher konnte ich da jetzt so einen Weiterverkauf der Daten von dieser Hotline noch nicht feststellen, aber unseriös ist das hier definitiv trotzdem. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass da niemand von euch drauf reinfällt. Ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht, hören wir auch da nochmal rein. Guten Tag. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Karl Toffel, ja? Ja. Hier spricht Andreas Morelli, Kundenservice von Prime Market. Aha. Wie geht es Ihnen erstmal? Ja, mir geht's schlecht.
das tut mir leid. Also, der Grund meines Anrufs ist aufgrund, dass Sie eine Anmeldung durch unsere Werbe gemacht haben über Onlinehandel. Ist ja hier schon von Anfang an wieder höchst seriös. Der fragt mich, wie es mir geht. Ich antworte, mir geht's schlecht. Und er lacht darüber und macht einfach weiter in seinem Skript. Ja, das Skript dient wohl nicht dazu, dass man hier dann so antwortet. Weil die meisten werden antworten, mir geht's gut. Weil was soll man jetzt auch fremden Leuten großartig erzählen? Geht die ja auch überhaupt nichts an. Von daher sagt das Skript darüber natürlich nichts aus. Und es ist halt auch so nicht aufgebaut, dass da jetzt noch irgendein Smalltalk stattfindet. Nee, es geht hier gleich direkt um den unseriösen Trading-Finanzmarkt. Wann denn das? Das ist vor ein paar Monaten her. Und ich sehe in meinem System, dass Sie bis jetzt kein aktives Konto haben. Wenn ich fragen darf, haben Sie gerade Freizeit? Ich könnte Ihnen gerne unsere Pansis-Plattform zeigen und das Angebot geben, was für Sie da bereitsteht. Also mal so nebenbei mal eine kleine illegale Kaltakquise. Wie bitte? Also mal so nebenbei eine kleine illegale Kaltakquise. Nein. Ne? Es gibt nichts Illegales hier. Wir sind lizenziert und reguliert. Aha, bei wem denn? Bei der Pizzabude hinten rechts links oder wie? Ich bitte Sie, Sie haben selbst das Anmeldung gemacht, ein automatisches Konto eröffnet bei uns. Geile Story. Wenn Sie fertig sind mit Lachen, dann sagen Sie mir Bescheid. Sind Sie fertig, Herr Toffel? Mhm. Okay, wunderbar. Haben Sie jetzt Zeit? Eine PC haben Sie vor sich? Was gibt's zum Lachen? Na, du bist lächerlich. Nein, es ist nicht lächerlich. Ihre... Doch. Nein, Ihre Verhalten ist lächerlich, ja? Ja. Entschuldigung, Herr Toffel, aber ich bin ganz im Ernst bei Ihnen. Hallo, ich bin kein Psychotherapeut. Also, bitte lachen Sie nicht mehr weiter. Was gibt's zum Lachen? Na, du bist lustig. Herr Toffel, Sie haben eine Anmeldung durch unsere Werbe gemacht und... Geil. Sie bringen mich auch zum Lachen und mein Chef fragt zu mir, warum ich lache. Also, Herr Toffel, ich zeige Ihnen unsere Webseite, wo Sie auch das kontrollieren können. Ich bitte Sie, Herr Toffel, lachen Sie nicht weiter. Alle Mitarbeiter von mir, alle lachen mit mir. Ja. Also, haben Sie eine PC vor sich gerade? Ja, zufälligerweise schon. Okay, dann können Sie schreiben an die Leiste ganz oben, primemarket.com. Und das in Verbindung mit Regulation. Glauben das viele Leute? Lustig, ja? Na, da haben wir ja so einen richtigen Spaßvogel an der Leitung erwischt, der sogar mit uns lacht. Tja, kann man ja mal machen, ne? Wieso denn auch nicht? Ich find's einfach nur noch absolut unterirdisch. Der absolute Wahnsinn, was da eigentlich so abgeht. Also, mal angenommen, es wäre jetzt hier irgendein seriöser Verkäufer, dann wäre hier nicht schon gleich komisch ausfallend geworden und hätte vielleicht einfach das Gespräch freundlich beendet, weil was bringt denn das jetzt hier noch? Der versucht's hingegen einfach noch ein bisschen weiter. Ja, der hat immer noch Hoffnung, dass er uns hier wahrscheinlich bescheißen kann, dass wir hier wirklich irgendeine psychische Störung haben und auf seinen komischen Blödsinn, den er da ins Telefon rotzt, reinfallen. Ich find's einfach nur absolut traurig. Also, Spaß zur Seite jetzt. Bitte im Ernst, bitte. Sie können unsere Webseite checken und da steht auch die Lizenznummer ganz unten. Lizenz! Sie sind lustig, ja? So viele Leute. Herr Teufel, sag zu Ihnen Herr Teufel jetzt, weil Sie so sich benehmen zu mir. Ja. Also, schreiben Sie an die Leiste ganz oben, bitte. Nee, brauche ich nicht. Primemarket.com. Es gibt nichts zum Lachen jetzt, im Ernst. Thema zum Ernst, bitte. Na doch, wir haben Reichweite ist doch zum Lachen. Nein, bitte lachen Sie nicht weiter jetzt. Wir haben keine Zeit. Hallo? Hallo? Zeitverschwendung. Ich bringe ein paar Medikamente bei Ihnen.
Mein Gott, es hätte besser sein können, wenn Psychiatrie ihn anrufen könnte. Aber du hältst dich wirklich für seriös. Das ist doch schon mal lustig. Nein. Ich mach nur meinen Job. Ja, aber such dir doch mal einen schöneren Job. Ja, ich rede weiter mit Ihnen, weil, okay, weil Spaß, manchmal macht man auch Spaß. Aber wenn Sie die ganze Zeit dort sind, ist es unseriös von Ihrer Seite. Und ja, dann kann man nicht weitermachen. Och, schade. Okay. Also bitte, Herr Toffel, jetzt bitte im Ernst jetzt, bitte. Also, können Sie ganz oben an die Leiste schreiben? Da ist könnte alles. Ich machen, ja. Oh, Mann. So, Sie können... Sie können ganz oben schreiben, primemarkets.com und unsere Seite, unsere Lizenznummer abchecken. Und dann kann ich dir noch gleich die Kohle überweisen. Da brauche ich doch nicht mal deine Webseite zu. Gib mir gleich deinen PayPal, dann überweise ich dir 10 Euro, dann hat sich ja schon gelohnt. Das Schlimme ist, dass die hier auch wieder einen Namen von einer seriösen Firma benutzen. Den Prime Market. Und da gibt's natürlich auch einen Wortvetter, der ja genauso heißt, nur dass das auch die Seriösen sind. Die benutzen hier gerne wieder die ja, Namen von einfach seriösen Firmen und buchstabieren dann eine andere Webseite durch, die so ähnlich heißt. Und so funktioniert der dieser Betrug hier immer wieder. Es ist einfach absolut gruselig. Da gibt's noch verschiedene andere Plattformen, Kraken oder sowas. Auch von Bitcoin oder keine Ahnung, was da sonst noch so alles gibt. Das machen die ganz, ganz oft, dass die einfach Namen von seriösen Firmen verwenden. SwissPro ist zum Beispiel noch so ein Beispiel. SwissPro schreibt man eigentlich mit SS und die Betrüger schreiben sich mit ZZ. Und tja, so landet man dann natürlich nicht bei der seriösen, sondern bei der unseriösen Plattform. Also, erstmal schauen Sie das, Herr Toffel. Ja. Am besten noch von der Sci-Sec, ja? Okay, also mit 10 Euro geht's auch. Ja. Na, dann sag mal PayPal. Man kann so nur Zahnstöcke kaufen für die Zähne. Ja. Mehr kann man nichts machen. Wie sollen Sie handeln mit den Zahnstöcken oder Kaugummi kaufen, verkaufen? Hm? So, das wird schon mindestens seriöser. Es ist unseriös von Ihrer Seite, weil bei uns ist das Testzeit, sehr spät die Zentrummer. Also nicht einfach. Sie lachen genau wie Joker. Ja. Nicht schlimm. Kennen Sie Joker? Den Joker, ja. Ja, genau. Sie gucken zu viel Filmen. Aber wir sind in Realität. Das Einzige, was sich bei mir auf den Film beschränkt, ist tatsächlich nur ein Kino. Zu Hause läuft hier nichts. Okay, wenn Sie nicht interessiert sind, dann ich muss weitermachen. Also ich streiche Ihren Namen und ja. Alles klar. Aber wenn Sie Interesse haben, sagen Sie mir Bescheid. Wenn Sie unsicher sind an das, können Sie mir sagen, wo liegt das Problem? Ja, das Problem liegt darin, dass ihr unseriös seid. Doch. Ja, genau. Dann können Sie es beweisen. Weil natürlich erstmal muss man auch Vertrauen aufbauen. Ich kenne Sie nicht. Also wenn Sie so unseriös sind, man kann nicht zusammenarbeiten. Der Spaß bleibt hier und tschüss und fertig. Aber wenn Sie das im Ernst nehmen, können Sie unsere Webseite checken und wenn Sie auch interessiert sind, mit Handel zu beginnen und wenn Sie Ahnung haben, wie man handeln kann, ich helfe Ihnen nur beim Registrieren, Ihre Konto aktiv zu stellen und dann viel Glück. Das war's. Ja, aber das ist doch lächerlich da eure Seite. Nein, Sie haben nicht mal unsere Seite gesehen. Klar. Wie ja? Prime Markets? Markets Prime. Beim Prime Market, beschreiben Sie mir unsere Seite? Das ist so ein blaues Logo mit so einer, ja, mit so einem Grafen an der Seite, auf der Seite gedreht. Oben steht Login, Open Live Account. Genau, es ist alles in Blau. Es ist auch ein Roboter. Ja, ganz, 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 ganz ekelhaft und düster. Das Geklatsche im Hintergrund, was man hier hört, das galt natürlich nicht mir, sondern irgendeinem anderen Betrüger, der da gerade tatsächlich, Erfolg hatte mit dem, was er da tut. Es ist einfach immer wieder widerlich, wenn man das hört, dass die da tatsächlich auch mit dem, was sie da machen, hin und wieder Erfolg haben. In manchen Gesprächen hört man es ja doch ziemlich oft sogar. Also in so einem 5 bis 10 Minuten Gespräch kam das auch schon vor, dass man da 8, 9 Mal dieses Geklatsche im Hintergrund gehört hat. Da kommen die denn gerne mit der Ausrede, da hätte jemand Geburtstag. Aber 8, 9 Mal ist ja auch Quatsch. Das ist ein erfolgreicher Betrugsversuch, was da stattfindet.
einfach nur ekelhaft. Dass sie sich da alle gegenseitig dafür feiern, dass jemand jetzt 250, 500 oder 1000 Euro betrogen hat. Und irgendjemand sitzt jetzt zu Hause und denkt in dem Moment, oh, jetzt handle ich am Finanzmarkt. Nur dass da sich nie wieder jemand bei dieser Person meldet und das Geld absolut verloren ist, das weiß die Person zu diesem Zeitpunkt dann auch noch nicht. Das Geklatsche findet dann in der Regel dann statt, wenn der Mitarbeiter aufgelegt hat. Die drücken dann ein Klingelglöckchen oder haben da irgendeinen Button oder sowas, damit das überall angezeigt wird auf Anzeigetafeln, dass da jemand beschissen hat. Ja, und dann feiern die sich dafür. Es ist einfach nur erniedrigend, sowas auch noch zu hören an der Leitung. Tja, er erzählt jetzt hier auch noch was von einem tollen Roboter. Tja, dass es den auch nicht gibt, braucht man jetzt hier, glaube ich, nicht weiter ausführen. Ja? Nennt man einen Roboter, das nennt man Metatrader. Und das ist kein Roboter, das ist einfach nur ein Algorithmus. Also, gehen Sie mal ganz unten. Ja, wohin denn? Auf legal? Ganz unten. Ja, wo denn? Auf legal. Ja, auf legal bin ich ja schon. Also. Ja. Sie können schauen, bei legal klicken und da steht die Lizenznummer und so weiter. Ja, das ist aber Quatsch. Also, wenn Sie interessiert sind, ich muss auflegen, weil es war zu lange Gespräch, kontaktieren Sie uns per E-Mail. Okay? Aber ihr müsstet ein bisschen schlauer durchziehen, weil das fällt ja schon in den ersten Sekunden auf, dass das alles Quatsch ist. Ich bin einfach nur, um zu helfen, bei Konto aktiv zu stellen, weil Sie da mal Interesse gezeigt haben vor langer Zeit. Wenn Sie interessiert sind, bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail. Und wenn bitte? Man eure Lizenznummer bei EMA eingibt, kommt nicht mal ein Ergebnis. Meine Güte! Ist das schlecht? Meine Güte! Sie sind unglaublich! Sie sind... So, das kostet mich 3 Klicks. Komödien. Und einmal Copy-Paste. Komödien, ja? Und schon sieht man doch, dass das alles Quatsch ist, was da bei euch auf der Webseite steht. Tut mir leid, dass ich auflegen muss, aber. Ja. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, auf jeden Fall hast du die Zuschauer sehr gut bespaßt. Ciao, ciao. Ja, tschüssi. Absolut unterirdisch. Was da für Leute sitzen. Tja, also ich frage mich wirklich immer, wie die sich selbst im Ansatz für seriös befinden können. Aber das sind die Leute vom Handelsmarkt und vom angeblichen Trading-Finanzmarkt, die euch mit Bitcoin und so einem Kram reich machen wollen. Tja, schauen wir mal zum nächsten Gespräch. Wird auch nicht viel besser. Da mal wieder die Pillen-Hotline dran. Ja, bitteschön. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Nowak. Ich bin der offizielle Vertreter des Herstellers von Toxicoff. Sie haben sich für dieses naturreine Produkt für die Entgiftung des Körpers das interessiert. Ist das richtig? Ja. So gut. Das Toxicoff ist ein sehr starkes und effektives Mittel. Man braucht eine richtige Dosierung für ein gutes Ergebnis. Und deshalb, ich möchte Ihnen erstmal ein paar Fragen stellen, um Sie besser zu beraten und ein für Sie passendes Angebot erstellen zu können. Okay? Ich brauche bloß die Tabletten, den Rest nicht. Na bitte? Ich sage, ich brauche bloß die Tabletten, den Rest nicht. Ja, bloß die Tabletten, aber das, wissen Sie, das Mittel ist sehr wirksam und man braucht das erstmal das, die richtige Menge zu bestimmen, ja, das für ein effektives Ergebnis. Und deshalb, ich möchte wissen, also welche Probleme Sie möchten lösen mit Toxicoff. Also, ja, gar keine, ich brauche bloß die Pillen. Wie bitte? Ich sage, ich muss gar nichts lösen, ich brauche bloß die Pillen. Ich verstehe Sie nicht, das heißt, ich habe keine Probleme, ja? Genau, richtig. Und möchten Sie für sich selbst bestellen oder für jemanden? Nee, das bestelle ich für wen anders. Für wen anders? Und vielleicht können Sie mir die Telefonnummer von dem Menschen geben, damit ich mit ihm selbst sprechen kann. Oh, das werden aber dann viele Menschen. Viele Menschen? Ja. Ja. Jetzt wird's wieder eine total abgefahrene Story, wo wir ihm hier ein richtiges schönes Märchen erzählen, wofür wir die Tabletten jetzt hier brauchen, weil ich sie ja nicht für mich alleine bestelle. Mal gucken, was er da so sagt und wie er darauf reagiert. Okay, und dann, welche Menge möchten Sie bestellen? Ich dachte erstmal so an 18 Packungen. 18 Packungen? Wissen Sie, dass ich kann das also maximal, wie ich sehe, bei mir, das sind 11 Stück. Ach so. Nee, ich wollte erstmal 18. Kann man da jetzt nichts machen, dass ich 18 packe? Wissen Sie, dass bei mir zur Verfügung stehen jetzt 11. So. Ja, dann nehme ich erstmal die 11.
Okay, gut. Und das kostet mit Mehrwertsteuer also 356,34 €. So, das die ist mit Mehrwertsteuer. 11 Packungen, ja genau. Mhm. Und dann Versanddistanz ist sie frei und nach unserem Telefongespräch, Sie bekommen eine SMS mit Internetlink für die Online-Bezahlung. So, mhm. Sie haben also, ist die Telefonnummer, das ein Festnetztelefon oder Mobiltelefon? Nö, das ist eine Festnetznummer. Ja, das vielleicht können Sie mir also Ihr Mobiltelefonnummer angeben oder E-Mail-Adresse. Nö, wo tun das? Für Internetlink. Ja, das Internetlink ist für die Online-Bezahlung. Das mit einer Kreditkarte oder per PayPal. In diesem Fall ist sie bekommen eine Sendung mit einem Postboten, also hat vor die Tür. So. Und der Link bleibt also 3 Stunden lang aktiv und die Lieferzeit beträgt also normalerweise 3 Tage. Ja, mache ich beides nicht. Das per Nachname dann, ja? Das geht ja, das stand ja da auch auf der Webseite. Das heißt, dann in 3 bis 5 Arbeitstagen, Sie finden in Ihrem Briefkasten einen Abholschein von DHL. Mhm. Damit gehen Sie zur nächstliegenden DHL-Stelle und dort bezahlen halt das direkt mit Bargeld. Ja, also der nette Herr macht einfach weiter und will seine komischen Tabletten verkaufen. So, aber dadurch, dass er jetzt hier nur absoluten Bullshit erzählt mit dem DHL-Quatsch, dass man einen Abholschein bekommt und dann in eine DHL-Abholstation gehen muss. Sowas gibt's ja nun wirklich nicht. Das wäre jetzt ja per Nachname, was er da beschreiben möchte. Per Nachname funktioniert an der Haustür. Das heißt, der Paketbote möchte das Geld an der Haustür ausgehändigt bekommen. Nur wenn man dann nicht zu Hause ist, dann bekommt man den Abholschein und geht dann in die Abholstation. Das hat der hier wohl noch nicht so richtig begriffen. Könnte vielleicht daran liegen, dass er entweder sowas noch nie gesehen hat, wie es wirklich funktioniert, noch nicht lange in seiner Firma da arbeitet, oder wahrscheinlich irgendwo aus dem Ausland anruft. Tja, weiß ich nicht. Also diese Pillen-Hotlines, die sind ja teilweise wirklich in Deutschland, aber so einen Blödsinn hier habe ich ja nun wirklich noch nicht gehört. Das passt Ihnen, ja? Dann bringt das nicht der Postbote nach Hause? Nein, das, wenn Sie das per Nachname bezahlen, dann müssen Sie leider selbst zur Post gehen. Seit wann denn das? Nur das, so sind die Regeln. Das, ich so selber war das habe noch nicht. Auch da. Also so funktioniert Nachname nicht. Bei Nachname kommt der Paketbote nach Hause und nimmt dann da das Geld. Nein, wissen Sie, die Lieferung bis nach Hause, das geht das nicht, also in diesem Fall. Das, wenn Sie online bezahlen, das geht doch. Aber bei Nachname ist doch die Definition davon, dass man mit seinem Nachnamen an der Haustür bezahlt. Derjenige kommt nach Hause und kassiert einen zu Hause ab. Das war schon immer so bei Nachname. So funktioniert Nachname. Ja, das wissen Sie, bei uns ist es das so, dass entweder Sie bezahlen also online oder Sie gehen selbst zur Post und dort bezahlen Sie direkt also mit Bargeld. So geht es. Ja, dann kaufe ich das nicht. Ja, das ist wieso? Nicht so kompliziert. Das ist nicht kompliziert, das so. Ist nur einfach. Nö, also Nachname gab es schon immer zu Hause, da laufe ich nicht zur Post extra. Ja, das, aber das, Sie zahlen sowieso keine Nachnamegebühren und Versand. Ja, interessiert mich nicht. Nachname ist zu Hause und nicht in der Post. Okay. Wie Sie wollen. Ja. Sehr schade. Wollen Sie immer noch nicht? Na, wenn Sie es nicht nach Hause schicken, dann nicht, ne. Dann, Sie können bezahlen mit Kreditkarte oder per PayPal. Dann bringt der Postbote Ihnen... das macht er doch trotzdem auch. Der Postbote bringt das nach Hause und zu Hause kassiert der Postbote das Geld ab. So funktioniert Nachname. Wissen Sie, dass bei uns geht es so, dass entweder Sie bezahlen also online. Dann fragen Sie da mal jemanden, der das besser weiß bei Ihnen in der Firma. Weil dem Anschein nach. Ich weiß, Sie das dass ja jeder weiß, jeder sagt nee. Ihnen das selber. Wie ich. Das ist ja Quatsch. Der Nachname ist nicht von zu Hause. Das war es auch noch nie. Okay, aber das spielt keine Rolle. Dass, Sie bezahlen das also per PayPal oder mit Kreditkarte und dann kommen Sie das. Oder dass Sie bekommen einen Abholschein, damit gehen Sie zur Post und bezahlen das dort direkt bei der Post mit Bargeld. Per Nachname ist mit Bargeld beim Zusteller an der Haustür. Das steht sogar bei DHL. Das ist die Definition davon. Der Zusteller kommt nach Hause und nimmt das Geld direkt an der Haustür. Das steht bei DHL so. Das steht direkt auf der Webseite von DHL, dass der nach Hause kommt. Der Postbote bringt Ihnen nur das Abholschein. Nee, der bringt das ganze Paket
und hat nimmt das Geld dann mit. Das war's. Der bringt nicht den Abholschein. Was ist denn das für ein Quatsch? Der Postbote bringt das ganze Paket nach Hause. Das ganze Paket bezahle ich zu Hause und bekomme dann auch sofort das Paket zu Hause. War schon immer so. Gibt's gar nicht anders. Der Paketbote bringt nicht erst einen Schein, damit man dann zur Post laufen muss. Das ist ja albern. Sowas gibt's nicht. Das ist Quatsch. Mein lieber Herr, ich bitte um Entschuldigung dafür. Ich sag nur das eigentlich. Naja gut, dann geben Sie doch bei DHL einfach mal selbst Nachname ein. Dann widerlegen Sie das, was Sie gerade selbst gesagt haben, schon alleine. Geben Sie doch einfach bei DHL, einfach bei Google DHL, Nachnamebezahlung. Da steht schon direkt der Postbote macht. Das wissen Sie, dass leider ich brauche nicht zu wissen, was das bei DHL so ist. Aber Sie wissen es ja scheinbar nicht. Sie erklären es doch falsch. Ich sag das so, dass unsere Regeln sind so. Ja, aber es ist ja falsch. Das funktioniert ja so nicht, wie Sie das sagen. Nur weil das Ihre Regeln sind, macht die Post das ja so nicht. Die Post bringt das Paket trotzdem nach Hause. Da kommt kein Abholschein, sowas gibt's nicht. Das ist ja Quatsch. Da kommt kein Abholschein. Da kommt das ganze Paket nach Hause. Und der Postbote, der gibt einem das Paket, wenn man das Geld in der Hand hat. Dann bekommt man direkt das ganze Paket zu Hause. Genau, so sieht's aus. Denn was macht denn das für einen Sinn, wenn jetzt extra jemand nach Hause kommt und euch einen Zettel in den Briefkasten schmeißt, damit man dann nochmal selber loslaufen muss? Und die waren doch schon bei euch zu Hause. Also was für ein gequirlter Dünnsches. Also der hat hier wirklich gar keine Ahnung von seinem Job. Mein lieber Herr, das sagen Sie bitte, ist das so prinzipiell für Sie? Ja, ich kann nichts dagegen tun. Ich habe Ihnen erzählt, das stimmt ja nicht, was Sie sagen. Das ist ja bei Ihnen auch nicht so. Bei Ihnen steht ja sogar auf der Webseite, dass das Paket nach Hause kommt und man das bequem an der Haustür bezahlen kann. Das ist sogar Werbung auf Ihrer Webseite. Da kennen Sie sich aber gut mit Ihrem eigenen Produkt aus, Mensch. Bin ich ja scheinbar bei einer Betrügerfirma gelandet, die gar keine Ahnung hat von dem, was sie da verkauft. Ich glaube, das lassen wir besser. Weil das klingt ja alles nach Betrug. Das ist ja. Sie wissen, Sie kennen ja nicht mal Ihre eigene Webseite. Das ist ja schon peinlich. Dass Sie nicht mal Ihre eigenen Texte von der eigenen Webseite kennen. Ich weiß ganz genau das. Dann ist das ja falsch, was Sie da ganz genau wissen. Das ist ein falsches Wissen. Weil das ist ja so nicht. Weil es steht ja sogar auf Ihrer Webseite, dass es nach Hause kommt. Ganz bequem nach Hause per Nachname. Steht da. Okay, das, ich weiß nicht, wo Sie das ausgelesen haben. Auf Ihrer Webseite. Ich klär diese Sache, was da steht. Genau, dann klären Sie das mal. So, haben Sie noch Fragen an mich? Nö. Dann ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch. Ja, den wünsche ich mir auch. Okay, ganz gut. Wiederhören. Eieieiei, Betrüger, die keine Ahnung von ihrem eigenen Krempel haben und wie das alles funktioniert. Tja. Hier habe ich es mal zum Aufhänger genommen, das Gespräch an der Stelle halt zu sprengen. Normalerweise hätte ich ja jetzt hier weitergemacht, aber das war mir jetzt hier wirklich auch zu blöd, was der da gelabert hat. Der hat ja wirklich gar keine Ahnung von dem, was er da macht. Schon irgendwie wahnsinnig. Ja, aber so ist es halt. Wenn man bei unseriösen Firmen bestellt, dann hört man da auch eben nur Quatsch am Telefon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr auch in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtet. Am besten gleich mit dem Klingelglöckchen, was daneben ist. Dann gibt's auch immer eine kleine Nachricht, wenn es ein neues Video gibt. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.